Erstmal Zwischenstopp auf so wackeligen Brettern. Auf Premium Aussicht. Boah, Junge. Eins, los! Nice! Heute geht's zum Shuttlen. Was machst du jetzt hier? Ich öle jetzt die Kette. Denn wenn die Bude schon nicht geputzt wird, dann muss die Bude gepflegt werden mit Motorex. Oil of Switzerland ist keine bezahlte Produktplatzierung, aber ist Bio, OCECD. Und das macht die Karre einfach generell schneller. Geil. Also, willst du es wirklich machen? Warte mal, ich bin echt schlecht in sowas, aber wird schon gehen. Gut? Ja. 3, 2, 1. Wenn das explodiert, fuck. Ja, genau. Aber ja. Das war auf jeden Fall wo der Truck. So, Lap 1 ist drin. Ziemlich matschig. Ziemlich rutschig. Oder? Ja. Jetzt haben wir hier die GoPro drauf. Sehen wir euch mal mit. Ja. Und probieren das mal aus, wie das innen richtig funktioniert. Ja. Wisch noch einmal über die Linse. Mach. Oh, toll. Warte. Ich meine, halbwegs clean. Weg. Ja. Okay. Ja. Passt. Schub. Okay. Bleib dran, Dürr. Machen wir mal Video. Erst eine Frage stellen. Was? Okay. Hallo Claudi. Was haben wir heute Abend für ein Wasser? So, this is Alpi Cozzi from the south of Italy. Yeah, and what I personally look for. like sports nutrition. Kannst du bitte aufhören, wenn mein Mechaniker an meiner Bude schraubt, den abzulenken? Wir waren heute ein Rennrad-Day. Eigentlich wollten wir vor einer Stunde los, aber hey, was ist passiert? Gar nicht los. Wir wollten los. Wir sind und da hatte er einen Platz. Kurze Zusammenfassung vom Tag bis jetzt. Und das Problem ist einfach die Wattübertragung. Ich habe einfach mal gesetzt am Uphill, 95er Puls, 1500 Watt ungefähr. Bei 150 Watt. Ne, 1500 Watt, ja. Bei 95er Puls. Es geht um meine Daten, nicht dein Run. We'll be right back.
So, Rennradrunde ist vorbei. In Italien beendet man jede Einheit mit einem oder auch fünf Eis. Gelato! Abschließende Worte. Ich fand's gut heute, ein bisschen Grundlage, Linus verdrückt, im Unterlenker war easy, Linus war komplett halt wie gedrückt, gestruggelt. Die Realität war, bei der ersten Welle ist Julian explodiert und war gut. So. Eigentlich machen wir gerade Wochenplanung oder auch Krafttraining. Jawohl. Also wir haben hier ein Deckblatt aus Puerto Americano. Ein Ringmaß von 36. Waldbeereneiche. Man merkt, man schmeckt das Holz, wo es geröstet wurde. Geröstet worden. Minze. Definitiv kein Käse, keine Tomate. Wie kommt es die Kategorie Schmackofatz eigentlich? Ein Genuss für Geist und Gaumen. Moin. Moin. Erstmal Frühstück, oder? Wir haben halt richtig konsumiert jetzt in der Wohnung. Dazu haben wir heute am letzten Tag nichts mehr haben zum Frühstücken. Ein richtiger Schwabe, oder? Ballon, bis zum letzten. Protein-Croissant rein. Ja, ja, Freile, was ist da drauf? Marmelade. Protein-Marmelade. Und Proteine. Top. So machen wir das. Shuttle Day, Pickup Day. Läuft. Wir machen heute einen Pickup Tag. Wir machen nicht nur Lärm. Nee, Spaß. Aber wir müssen ihr heute das Gefühl geben, dass wir so richtig extrem nochmal wollen. Dass sie erst so abgefuckt ist. Das ist extrem. Guck da mal. Hallo. Alter, nicht ernsthaft. Du bist eine Maschine, habe ich ja schon erwähnt. Achso, hier sind wir schon. Easy. Gar kein Stress. Das war's. Geht nicht noch wegen mehr. Nee, zwei Wochen Finale. Machen wir mal.